ein bisschen Pre-Workout habe ich mir hiermit abgefüllt, weil da braucht man nicht so viel und ich hatte jetzt nicht Lust, nochmal so eine ganze Kiste mitzuschleppen. Ich habe im Prinzip damit 3 Dosen nur dabei. Kreatin, niemals fehlen dürfen, BCAAs und natürlich Protein, davon braucht ihr massig. Gerade wenn ihr Vegetarier seid und in der Türkei, dann kann man das gut gebrauchen, denn Proteinquelle Nummer 1, 2, 3, 4, 5 und 6 sind hier Fleisch und Fleisch und Fleisch. Deswegen ist es ganz gut, wenn ihr natürlich ordentlich davon dabei habt, da wird gebechert. Kreatin, klar, davon muss man sonst relativ viel abfüllen, obwohl eigentlich auch nicht. Jeden Tag braucht ihr eure 5, 10, sagen wir mal 3 Einheiten, 15 Gramm, geht auch so. Aber gut, hier Pre-Workout alles drin und schon selbst abgemischt mit meinem Pre-Workout, den ich sonst mir immer abmische mit viel Arginin, Citrullin und so weiter. Und Proben kann man natürlich auch immer wieder mitnehmen. Das heißt, das Wichtige ist jetzt nur noch, was ich während des Trainings, Intra gibt es immer direkt mit dazu, rein tue und das sind dann vor allem ein paar BCAAs. Und das ist auch schon. Nach dem Training gibt es dann noch Kreatin hinterher. Das Kreatin kommt auch noch vorher rein, weil das nicht Bestandteil des Pre-Workout war. Und nun ja, damit kommt ihr dann eigentlich ganz gut durch. Ihr seht, das ist eine ordentlich reduzierte Version der Supplements, die ich dann eben sonst zu Hause nehme. Aber da wir auch das Training hier ein bisschen reduzieren, zwar dafür jeden Tag und nicht wie zu Hause nur 3 bis 4 Mal die Woche und dann richtig hartes, kann man es auch ein bisschen alles runterbringen. Gerade wenn es um Pre-Workout, Post-Workout, Intra-Workout und so weiter geht. Und wenn es um den Booster geht. Ihr müsst euch ja jetzt nicht jeden Tag einen richtigen Booster reinpfeifen. Auch das ist nicht notwendig. Kommt ein bisschen was rein. Wichtig sind vor allem dann die Nicht-Stimulantien unter den Ingredienzien. Das heißt Arginin und die Aminosäuren. Und dann läuft es auch. Nun gut. So, jetzt habe ich mein Intra. Wasser kommt natürlich auch ordentlich mit. Und dann gehen wir mal ins Training. So, das ist das Studio hier und heute geht es mal ein wenig in eine Beineinheit. Ihr habt gesehen, was ich an Supplement-Vorbereitungen habe, zumal ich ja jetzt auch da reduziert bin. Und ich muss sagen, was auch oft passieren kann im Urlaub, soll euer Urlaub vorrangig sein, nicht Bodybuilding. Wir sind hier noch beim Lifestyle-Bodybuilding. Wir sind keine Profis und wenn, dann machen wir keinen Urlaub, bevor wir auf den Wettkampfbühne gehen. Und selbst die Profis können im Urlaub Urlaub sein lassen, was sogar besser ist für die und am Ende, was besser ist für die, psychisch als auch physisch, wird sich wieder in bessere Form und bessere Masse umschlagen. Also selbst an die Profis da draußen, wenn ihr gerade in der Off-Season seid, wenn ihr gerade eher in der Masse seid, was auch immer, dann könnt ihr Urlaub Urlaub sein lassen. So, also, was dann ab und zu passiert, wenn Urlaub Urlaub ist, ihr habt keine optimale Ernährung. Heute merke ich, mein Magen knurrt jetzt schon seit 1,5 Stunden. Das ist nicht gut. Zu weit davor gegessen, kein großen Carbload. Ist nun mal hier nicht Priorität, immer zum Essen zu kommen, dann liegt man mal länger am Strand oder sonst irgendetwas. Das heißt, wenn ich jetzt eine absolut harte Beineinheit machen würde, und mental könnte ich das sicherlich, dann hätte ich große Regenerationsprobleme. Und da ich mich hier auch nicht auf Regenerieren konzentrieren kann, sondern selbst am nächsten Tag wieder Ausflüge vielleicht anstehen, Sonne und sonst irgendetwas, nun ja, sollte man das nicht machen. Dennoch kann man einen guten und adäquaten Reiz setzen. Und das mache ich heute. Ich reduziere ein wenig die Satzzahl. Ich werde harte Ausfallschritte machen. Die sind immer hart, selbst wenn ihr die sogar ohne Gewichte macht.
und dann noch ein bisschen auspowern mit Beinstrecken, vielleicht Adduktoren, Abduktoren und das war's. Ihr habt das Studio gesehen, voll ausgerüstet, gerade für die Beine kann man hier eine Menge machen. Bei den Maschinen muss ich sagen, die sind jetzt nicht so dolle, sind keine Gym 80s, aber gut. Man improvisiert sich ja durch hier und dafür bin ich dankbar. So ein großes Gym habe ich noch nie irgendwo gesehen in einem Hotel.
Jimsa International. Wirklich, ich hab selten erlebt, dass Maschinen so schlecht anatomisch angepasst sind. Es ist Wahnsinn. Hier drückt man doch tatsächlich die Maschine zu sich hin und die Polster schneiden dann an der Kante ein. Also keine der beiden Maschinen hatte irgendwie einen vernünftigen Winkel. Naja. Aber aus Sicht des Hotels haben wir das jetzt hier eingerichtet. So, das war mein Leg Day, die Urlaubsversion. Also, ihr habt gesehen, trotzdem hart. Ich würde sogar sagen, ohne es natürlich arrogant zu meinen, ihr wisst, ich war arrogant, das ist härter, als die meisten da draußen jemals trainieren werden. Aber dennoch sittsamer. Man lässt nicht so viel Energie auf der Strecke und geht, ja, ich bin bis zum letzten Gang. Also die Sätze hätte ich kaum weiterführen können, aber alles behutsamer, nicht auf totale Zerstörung aus, damit ich am nächsten Tag noch gehen kann und geschuldet natürlich der Regeneration. So, wenn ihr noch weitere Videos aus dem Urlaub sehen wollt und vor allem die Sansibar-Videos, die noch ein bisschen interessanter werden, weil da habe ich nicht überraschenderweise so ein Gym, das ist eine richtige Eisenschmiede, dann lasst es mich mit einem Daumen wissen. Schreibt in die Kommentare, wenn ihr noch Fragen habt zum Thema Reisen, Urlaub und Training. Und zu dem Beintraining. Ansonsten sehen wir uns bis bald. Wenn ihr was von dem leckeren Zeug, das ich zwischendurch getrunken habe, haben wollt, kriegt ihr 15% off und zwar bei proteinarena.de. Schaut vorbei und bestellt für eure nächste Reise. Tja, und dann sehen wir uns bald wieder. Macht's gut, bis bald, euer Gotti.